One Remote to Rule Them All. So lautet das Motto vieler Universalfernbedienungen. Heute schauen wir uns mal die Harmony Elite von Logitech an. Los geht's! Als erstes geht mal ein recht herzliches Dankeschön an Logitech raus, welche mir dieses Produkt freundlicherweise zum Testen geliehen haben. Also, danke dafür. Auf der Vorderseite der Verpackung sehen wir die Logitech Harmony Elite schon einmal abgebildet und nein, es wird kein Smartphone mitgeliefert, aber ihr könnt die Remote-Funktionalitäten auch mit einer App auf eurem Smartphone nutzen. Auf der Rückseite befinden sich einige weitere Informationen zum Produkt und wir sehen hier auch schon die Docking Station, mit welcher die Logitech Harmony Elite aufgeladen werden kann. Des Weiteren sehen wir hier auch schon den Lieferumfang abgebildet, welcher bei diesem Produkt ganz schön reichlich aussieht. Auf der rechten Seite haben wir dann nochmal ein paar weitere Informationen und wir können hier auch gleich erkennen, dass die Remote mit Philips Hue und Nest Geräten funktioniert, was die Logitech Harmony Elite noch ein Stück mehr zu einer universalen Steuerungszentrale macht. Auf der linken Seite befindet sich dann nur noch das Harmony Logo und von daher würde ich sagen, stürzen wir uns auch gleich mal ins Innere und schauen uns die einzelnen Teile mal etwas genauer an. Dazu müssen wir als erstes die vier Klebepads auf der Rückseite durchschneiden und können dann den Karton anheben. Wenn wir das geschafft haben, kommen uns auch gleich mal die wichtigsten drei Teile entgegen, und zwar die Fernbedienung, die Ladestation und der Remote Hub. Ansonsten wird dann noch das typische Lesezeug mitgeliefert, welches aus verschiedensten Startup-Guides sowie Garantiezettelchen besteht. Bei diesem Produkt würde ich es sogar mal empfehlen, sich den Startup-Guide gut durchzulesen, da die Installation zwar jetzt nicht sonderlich kompliziert, aber durchaus sehr vielseitig ist. Als nächstes schauen wir uns dann mal den Hub an, welcher der Harmony Elite vorenthalten ist, da dieser eine Verbindung zu eurem WLAN-Router aufbaut und somit per App steuerbar wird und auch die Philips Hue und Nest Geräte ansteuern kann. An sich handelt es sich hierbei um ein schwarzes Pad, welches ihr in der Nähe eurer Multimedia-Geräte positioniert und das Teil übernimmt dann die ganze Steuerung, indem es die ganzen Sensoren steuert und Befehle von eurer Fernbedienung oder App entgegennimmt. Hierfür habt ihr auf der Rückseite einmal einen Micro-USB-Anschluss, welcher das Gerät mit Strom versorgt und dann zwei Eingänge für die Sensoren, welche ihr nahe an eurem Fernseher, Receiver oder ähnlichem positionieren solltet und dann gibt es noch einen Pair- bzw. Reset-Knopf, um die Einrichtung vorzunehmen. Weiter geht es dann mit der Ladestation, welche ich sehr schick finde. All blacked out, mehr muss ich hierzu wohl nicht sagen. Hier solltet ihr die Fernbedienung über Nacht reinstecken oder sagen wir mal mindestens alle 4 bis 5 Tage, denn die Fernbedienung saugt schon einiges an Strom weg, aber da es sich hierbei um einen Akku handelt, sollte das kein Problem sein. Und mal ganz ehrlich, zusammen mit der Docking Station sieht die Fernbedienung echt sehr genial aus. Auf der Rückseite haben wir dann noch einen Micro-USB-Anschluss, um die Ladestation mit Strom zu versorgen und dann kommen wir auch gleich mal zum Star dieser Show und zwar zur Fernbedienung selbst. Diese ist wirklich sehr gut verarbeitet und liegt auch gut in der Hand. Wir haben auf der Oberseite ein Touch-Display, welches eigentlich ziemlich gut reagiert, hier habe ich also nichts zu meckern. Auf der Rückseite befindet sich dann der IR-Blaster, welcher mit dem Hub kommuniziert und das Signal war eigentlich immer ausreichend und ich hatte damit keinerlei Probleme. Die Fernbedienung liegt wie bereits erwähnt richtig gut in der Hand, was der Struktur auf der Rückseite geschuldet ist und das ist bei einer Fernbedienung manchmal gar nicht so unwichtig. Als letztes haben wir dann noch einen Haufen Kabelsalat, welchen ich jetzt mal ganz gemütlich aufbauen werde und dann gibt es von mir noch ein kleines abschließendes Fazit und auch den Grund, warum ich auf ein ausführliches Review verzichten werde. Ich hatte die Logitech Harmony Elite nun circa 6 Wochen im Einsatz und ich war anfangs wirklich sehr begeistert. Die Vielfalt an unterstützten Geräten war der Hammer und ich konnte wirklich jedes Gerät angefangen von meinem Fernseher bis hin zu meiner PS4 damit steuern und auch die Philips Hue Lampen ließen sich am Anfang damit sehr gut steuern. Die App war jetzt nicht die schönste, aber der Funktionsumfang war in Ordnung. Trotzdem muss ich sagen, hier ist noch Platz nach oben vorhanden. Die Tage und Wochen vergingen und meine Laune und Begeisterung damit auch irgendwie. Die App habe ich so gut wie nie genutzt und die Fernbedienung eigentlich auch nur zum Starten der Geräte und zum Ausschalten. Doch warum nicht zur richtigen Steuerung? Nun, das hatte folgenden Grund. Ich nutze hauptsächlich den Apple TV zusammen mit meinem Fernseher und im Hintergrund
steuere ich damit gerne noch meine Philips Hue-Lampen. Da bot es sich an, eine sogenannte Aktivität anzulegen, welche per Knopfdruck all dieses auf einmal erledigt. Soweit, so gut. Der Fernseher ist gestartet, der Apple TV auch und auch die Philips Hue-Lampen haben manchmal mitgemacht, manchmal aber auch nicht und sie waren dann einfach nur mit einem roten Ausrufezeichen markiert, was nicht wirklich etwas Gutes bedeutet. Was daran schuld war, weiß ich nicht, aber nicht so schlimm. Einmal Hey Siri gerufen und die Lampen waren eingeschaltet. Doch nun kommen wir zu dem Teil, was mir die ganze Stimmung vermieste. Immer wenn ich aus der Aktivität heraus das Steuerungskreuz für links, rechts, oben und unten bedienen wollte, sprang der Apple TV auf einmal um 2 Raster weiter. Warum? Ich weiß es nicht. Das war jedoch nur ein Beispiel, was mir so alles in der Testphase passiert ist und ich denke mal, vieles davon kann man durchaus softwareseitig beheben, denn die Hardware war wirklich hervorragend. Doch kommen wir nun zu meinem Fazit. Im Moment kann ich die Logitech Harmony Elite einfach nicht empfehlen. Die Software-Bugs vermiesen einen den ganzen Spaß und man greift im Endeffekt nur wieder zur originalen Fernbedienung, was nicht wirklich Sinn und Zweck einer Universalfernbedienung ist. Der Preis von 235 Euro auf Amazon, Link dazu unten in der Videobeschreibung, kommt da noch dazu und wird den einen oder anderen sofort dieses Video beenden lassen und auch ich musste erstmal schlucken, wie ich diesen Wahnsinnspreis gesehen habe. Wer sich also eine Universalfernbedienung zulegen will, sollte auf jeden Fall diese Punkte im Hinterkopf behalten. Auf dem Markt der Fernbedienungen würde ich trotzdem sagen, ist die Logitech Harmony Elite ganz klar sehr weit vorne und das Teil hat auf jeden Fall Zukunft. Wenn die Software jetzt noch ein bisschen besser wird, hätte ich auch meinen Spaß damit gehabt und ich hätte sie euch auch empfohlen. Wenn ihr also das Video seht, sind vielleicht diese Bugs schon behoben und ihr bekommt eine exzellente Fernbedienung, welche nahezu alle Geräte in eurem Zuhause steuert. Nun würde es mich noch interessieren, was haltet ihr denn von solchen Universalfernbedienungen und habt ihr vielleicht selbst eine? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.